Bis dahin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Tafsiru Surat al-Rum. Wir erklären die Surah al-Rum, das ist die Surah 30, im Koran Al-Karim, und wir befinden uns heute auf der Seite 408 bei der 33. Ayah. Wir werden die fortlaufenden Ayat insha'Allah ta'ala erklären. Deswegen nehmt euren Mus'haf, nehmt euren Koran, damit wir jetzt gemeinsam lesen, bi'idhnillah ta'ala, und wir den großartigen Lohn bekommen, dass die Engel sich um uns scharen und dass sie Bittgebete für uns sprechen, insha'Allah ta'ala, auf dass wir alle die Vergebung Allahs Azza wa Jalla bekommen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Die Ayah nochmal, 33 fortfolgende. Wir versuchen vielleicht bis zur 37. zu machen. Wir gucken inshallah ta'ala auf jeden Fall, dass wir den Sinnabschnitt beibehalten. A'udhu billahi s-sami' al-alim min ash-shaytan al-rajim. Wa idha massan الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بما وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Okay, machen wir erstmal bis hier und wenn Allah Azza wa Jalla unsere Zeit segnet, dann bi'idhnillah ta'ala fahren wir weiter fort. Die Übersetzung von der 33. Ayah. Und wenn den Menschen Unheil widerfährt, rufen sie ihren Herrn an, indem sie sich ihm reuig zuwenden. Na, Allah Azza wa Jalla sagt, subhanahu wa ta'ala, wa idha massa an-nasa ad-durr, oder wa idha massa an-nasa durrun, da'au rabbahum. Und wenn dem Menschen ein Schaden erfährt oder wenn dem Menschen etwas zustößt, so bittet er seinen Herrn Allah Azza wa Jal, indem er sich ihm reuig zuwendet. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier die Situation der Mushrikin, der Götzendiener. Diese Leute haben nicht Allah Azza wa Jal einzig und alleine angebetet. Sie haben natürlich geglaubt an Allah Azza wa Jal und sie haben auch Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Jedoch haben diese Leute, wenn es ihnen gut ging, wen angebetet? Die Götze. Wenn sie aber in einer Notsituation gewesen sind, so haben sie Allah Azza wa Jal einzig und alleine angebetet. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ. Sie haben Allah Azza wa Jal angebetet. Munibin bedeutet hier, indem sie reuig zu ihm zurückgekehrt sind. Aber lasst uns verstehen, was gemeint ist mit dieser Ayah. Wenn es ihnen gut ging, haben wir gesagt, haben sie ihre Götter angebetet. Ging es ihnen schlecht, dann haben sie auf einmal alle ihre Götter vergessen, weil sie wussten, es gibt keinen wahren Herrn außer Allah Azza wa Jal. So haben sie Allah subhanahu wa ta'ala gebeten. Und das, liebe Geschwister, sollten wir verstehen. Allah Azza wa Jal lässt Unglücke in unserem Leben eintreten. Warum? Damit wir wieder zu wem zurückkehren? Zu Allah Azza wa Jal. Aber macht das jeder? Nein. Es gibt Leute, wenn sie ein Unglück erfährt, dann denken sie nach und sie werden einsichtig und sie kehren zur Wahrheit zurück. Andere aber, wal'iyadu billah, obwohl er weiß, dass Allah Azza wa Jalla die Wahrheit ist und dass er ihn anbeten muss, so akzeptiert er die Wahrheit nicht für sich und dementsprechend kehrt er auch nicht zu Allah Azza wa Jalla reuig zurück. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns hier über diese Götzendiener. Wenn es ihnen gut ging, haben sie nicht über Allah Azza wa Jal nachgedacht. Und sie haben ihre Götzen angebetet. Aber kaum kamen sie in eine brenzlige Situation herein. Und Allah Azza wa Jal, was haben wir gesagt? Warum bestimmt er solche Situationen? Damit die Menschen wieder zurückkehren zu ihm, subhanahu wa ta'ala. Was haben diese Leute gemacht, als diese brenzlige Situation sich in ihrem Leben ereignet hat? Sie haben dann auf einmal Allah ihren Herrn angerufen. Was haben sie bestätigt in dem Moment, dass sie Allah Azza wa Jal angerufen haben? Was haben sie in dem Moment bestätigt? Dass es nur Allah gibt. Dass es nur Allah Azza wa Jal gibt. Und in dem Moment haben sie alle ihre Götter fallen gelassen. Sie haben selber gewusst, mit anderen Worten, dass wenn es hart auf hart kommt, wer ist ihr wahrer Gott? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla sagt, ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً. Dann, wenn Allah Azza wa Jalla, wenn er sie hierauf barmherzig von sich kosten lässt, gesellt sogleich eine Gruppe von ihnen ihrem Herrn andere bei. Wenn Allah Azza wa Jalla dann barmherzig mit ihnen ist, dass wenn er sie in einem Fall, wo sie eine Situation erleiden, die schwer ist für sie, es könnte Krankheit sein, das könnte eine Todessituation sein. Da haben sie sich Allah Azza wa Jal zugewandt. Aber Allah Azza wa Jal sagt, wenn er dann ihnen Barmherzigkeit zukommen lässt, das bedeutet, Allah nimmt die Krankheit zum Beispiel wieder hinweg. Oder er befreit sie aus einer Notsituation. Was passiert? إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Dann kehren wieder einige von ihnen zu ihrem Schirk zurück.
Das heißt, wen beten sie wieder an? Die Götzen. Die Götzen. Aber wen haben sie denn angebetet, als es hart auf hart kam? Allah. Allah. Und nicht ihre Götze. Aber als Allah ihnen dann einen Ausweg geschaffen hat, eine Lösung geschaffen hat, Subhan al-Malik, sind sie wieder zurückgekehrt zu ihrem Götzendienst. Und ich betone das immer wieder, Alhamdulillah. Liebe Geschwister, wir haben den Begriff, Kafir oft erklärt. Wir haben gesagt, Kafir kommt von Kafara. Kafara heißt etwas bedecken. Was bedecken sie in diesem Falle? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Diese Leute kennen die Wahrheit. Ja oder nein? Der Beweis ist doch, dass wenn sie in einer Notsituation sind, dass wenn sie in eine Notsituation hereingeraten, wen bitten sie? Allah. Allah Azza wa Jalla. Kennen sie die Wahrheit? Ja. Das ist Fitra. Das ist die natürliche Veranlagung. Und wir haben darüber geredet, Fitrat Allah. Was haben wir gesagt über die Fitra? Was ist das? Die natürliche Veranlagung, dass wir wissen, wer ist unser Herr? Allah Azza wa Jalla, das wissen wir. Das wissen wir, liebe Geschwister. Aber was haben diese Leute gemacht? Sie haben bestätigt, dass Allah ihr einziger Herr ist. Genau in der Notsituation, wo sie vielleicht krank waren, schwer krank waren, wo sie vielleicht in einem Flugzeug saßen und das Flugzeug drohte abzustürzen, dann haben sie Allah einzig und alleine gerufen. Ja Allah, wir haben keinen Herrn außer dir, befreie uns aus dieser Situation. Und er wusste ganz genau, wen er dient. Und er wusste ganz genau, was Ikhlas auf einmal bedeutet. Aufrichtigkeit für Allah. Weil sonst hätte Allah Azzawajal ihnen nicht geholfen. Dann hat Allah Azzawajal ihnen geholfen aus ihrer brenzligen Situation heraus. Also haben sie dann, wal'iyadu billah, wieder mit ihrem Schirk weitergemacht. Dann sagt Allah Azzawajal, yakfuru bima atainahu. Um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gegeben haben. Genießt nur, ihr werdet es noch erfahren. Um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gegeben haben, genießt eine Weile, ihr werdet es noch erfahren. Was meint Allah Azza wa Jalla? Wir haben gesagt, diese Leute, wenn sie sich in einer Notsituation befunden haben oder wenn sie schwer krank waren, sie haben Allah als einzigen Herrn angerufen, subhanahu wa ta'ala. Als Allah ihnen dann eine Lösung gegeben hat in ihrem Leben, so haben sie wen gedankt danach? Den Götz. Den Götz. Ihren Götz. Sie haben ihren Götzen gedankt für das, was Allah von ihnen an Übungen weggenommen hat. Schau mal, subhanallah. Deswegen sagen wir immer, Kafir trifft auf diese Leute zu, ja oder nein? Sie bitten Allah in einem Moment, wo sie wissen, er ist die einzige Wahrheit. Dann nimmt Allah Schaden von ihnen weg, weil Allah subhanahu, er erhört das Bittgebet desjenigen, der in Not geraten ist. Und sie haben ihn in diesem Moment wirklich einzig und alleine angebetet. Dann nimmt Allah hinweg, wovor sie sich fürchten. Dann sagen sie, wir danken dir, oh Götze, dass du so gnädig zu uns warst. Wallahi, wenn das kein Kafir ist, wer ist ein Kafir? Wenn das kein Kafir ist, wer ist ein Kafir? Daher erklären wir euch immer, Kafir ist kein Schimpfwort. Das ist eine Zustandsbeschreibung über eine Person, der die Wahrheit verleugnet. Er kennt Allah. Er weiß, wer Allah ist. Schaut mal, was ihr Verhalten ist. Und ihr kennt viele. Und auch von unseren Leuten, wal'iyadu billah, damit wir auch eine aktuelle Situation nehmen, wie viele von unseren Leuten, die sagen, nachdem Allah sie eine schwere Krankheit erleben lässt, dann sagen sie, ja Allah, wenn du mich gesund machst, dann werde ich beten. Hat Allah ihm nur befohlen zu beten, wenn er gesund ist? Nein. Sondern das Gebet ist für ihn Pflicht, unabhängig, ob er gesund oder krank ist. Aber dieser, was macht er, diese Person? Er sagt, ja Allah, wenn ich wieder gesund werde, so nach dem Motto, gibst du mir was, dann bin ich bereit, dich anzubeten. Aber wenn du mir nichts gibst, so muss ich dir traurigerweise mitteilen, du bist es nicht wert, angebetet zu werden. Ist das nicht so? Ja Allah, nimmst du die Krankheit von mir hinweg, dann werde ich anfangen zu beten. Was macht Allah? Er nimmt ihn die Krankheit. Allah nimmt ihn die Krankheit. Was macht diese Person danach?
Jetzt geht es ihm wieder gut. Hä? Betet er? Jetzt macht er noch Schlimmeres. Und das ist der Zustand der Übelstuenden. Allah hat diese Leute beschrieben und er hat sie als Heuchler genannt. Allah hat sie was? Als Heuchler genannt. Und wie viele sind sie in dieser heutigen Zeit? Sie sagen, ja Allah, wenn du die Krankheit von mir nimmst, so werde ich anfangen zu beten. Ja Allah, wenn du mir ein Kind gibst, so werde ich spenden. Ja Allah, wenn, dann. Und dieses Wenn und Dann ist sehr gefährlich. Und das ist ein übles Verhalten gegenüber Allah. Wer bist du, dass du Allah was machst? Bedingungen stellst. Deine Aufgabe ist, Allah zu dienen. Und wenn Allah dir das erniedrigteste Leben gibt, dann bist du verpflichtet, ihm zu dienen. Die Sache hat nicht damit zu tun, dass du ein König sein musst und ein Schloss haben musst, damit es dir vollends gut geht und dann dienst du Allah. Nein, nein. Die Sache hat damit zu tun, du dienst Allah. So wie du bist, in deinem Zustand, was Allah dir gegeben hat oder nicht gegeben hat. Aber diese Leute, sie haben Allah Azza wa Jal falsch eingeschätzt. Sie haben gedacht, wenn er will, dass wir ihn anbeten, dann soll er uns Gutes tun. Und als Allah ihnen dann Gutes getan hat, so haben sie sich von ihm abgewendet und ihren Götzen gedankt oder sie sind zu ihrem alten Leben zurückgekehrt. Deswegen sind sie Verlierer im Diesseits und im Jenseits. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَا. Diese Leute, Allah hat sie befreit aus ihrer Notsituation heraus. Was haben sie nur gemacht? Sie haben nur die Hände gehoben und gesagt, ja, Mensch. Deswegen sollen wir immer verstehen, wenn Allah diesen Kuffar geholfen hat, bei einem Bittgebet, warum hast du keine Hoffnung, dass Allah dein Bittgebet annimmt, wenn er sogar das Bittgebet der Kuffar angenommen hat und er wusste, subhanahu wa ta'ala, dass sie zu was zurückgehen, zum Schiff, dann, warum bist du hoffnungslos, o Diener Allahs? Und hier eine wichtige Sache, diese Leute, die Allah azza wa jal gedient haben, in dem Moment, wo es ihnen schlecht ging, Allah azza wa jal sagt ihnen damit, liyakfuru bima ataynahum. Ihr habt mir gedient in diesem Moment, so habe ich euch gegeben und dann seid ihr zu eurem Schirk zurückgekehrt. Das nächste Mal bittet mich und ich werde euch nicht erhören, weil ihr nichts anderes als Lügner seid. Das heißt, sie sind undankbar gegenüber Allah gewesen mit den Gnaden, die er ihnen gegeben hat. Was haben wir gesagt? Er hat sie wieder gesund gemacht. Er hat sie aus der Notsituation wieder herausgebracht. Dieses sind Gnaden von Allah Azza wa Jal. Damit waren sie ihm undankbar. Sie haben diese Gnaden genommen und haben jemand anderen gedankt. So wird Allah Azza wa Jal das nächste Mal, wenn sie ihn wieder bitten, sie erhören? Nein. Sollen sie ihre Götzen dienen, die sie komischerweise immer vergessen, wenn es um Tod und Leben geht? Am anzalna alayhim? Oder haben wir ihnen etwa eine Ermächtigung offenbart, die dann von dem spricht, was sie ihm beigesellen? Nein, Allah fragt sie, habt ihr einen Beweis, dass ihr zu diesem Schirk zurückkehren dürft? Habt ihr einen Beweis, der euch sagt, dass ihr andere außer Allah anbeten dürft? Ihr habt niemanden außer Allah. Deswegen wendet euch Allah Azza wa Jalla in Reue zu, aber wisset, wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr ein übles Leben bekommen. Nein. Und wenn wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen, sind sie froh darüber. Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, verlieren sie sogleich die Hoffnung. Allah beschreibt detailliert den Menschen, subhanallah. Und wenn wir ihnen Barmherzigkeit von uns geben, das bedeutet den Menschen, dann sind sie froh darüber. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben. Aber wenn wir sie mit etwas prüfen, mit etwas Üblem, wegen dem, was ihre Hände vorausgeschickt hatten, ihre Sünden, so sind sie zugleich was? Verzweifelt. Das ist eine wunderschöne Beschreibung von Allah Azza wa Jal, dass diese Leute
nichts anderes als undankbare Wesen sind. Allah Azza wa Jal Subhanahu ergibt ihnen Gnaden von sich aus. Und diese Gnaden sind zweierlei Art, liebe Geschwister. Wenn Allah uns eine Gnade gibt, dann kann das eine Gnade sein oder eine Strafe. Und wir können das sehr gut unterscheiden, indem wir wissen, ob wir uns nach der Rechtleitung, an die Rechtleitung halten, dann sind das Gnade. Wenn wir uns aber nicht an die Rechtleitung halten, so sind das was? Strafen von Allah Azza wa Jal. Ein Beispiel. Allah Subhanahu wa Ta'ala gibt dir viel Geld, Risk. Du bist ein Millionär oder ein halber Millionär oder wie Idris gar kein Millionär. Du hast aber Geld. Jetzt schaut Allah, was machst du mit diesem Geld? Idris nimmt das Geld und fängt an, rechts und links für irgendwelche Sünden das Geld auszugeben. Das Geld selber, was haben wir gesagt? Das ist eine Gnade. Jetzt die Frage, war das eine Gnade für Idris oder eine Strafe? Strafe, richtig? Idris. Was ist das? Strafe, ne? Richtig. Das heißt, obwohl das ursprünglich eigentlich eine Gnade ist, wie wurde die Gnade genutzt? Im Verbotenen, und dadurch ist das eine Strafe geworden. Was macht Allah Azza wa Jal jetzt als Konsequenz für das, was du als Gnade ursprünglich bekommen hast, es aber als Strafe genutzt hast? Was macht Allah Azza wa Jal? Er bestraft dich mit dieser Gnade. Was macht Allah? Er bestraft dich mit dieser Gnade. Erkennst du das sofort, die Strafe? Antwort nein. Allah Azza wa Jal sagt, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieses deswegen, weil Allah niemals die Gnaden von einem Volk ändert, bis sie ändern, was in ihnen ist. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala schreibt einen wunderschönen Kommentar zu dieser Ayah. Er sagt, in dem Grad, wie du dich Allah widersetzt, in diesem selben Grad, im selben Maß nimmt er dir Gnaden weg. Bedeutet, so viel wie du mit diesem Geld sündigst, so bestraft dich Allah mit diesem Anteil an Geld, wie viel du ihn gesündigt hast. Aber wenn du zurückkehrst zu Allah, so hebt er diese Strafe auf. Und alles ist vergessen. Allah gibt dir Gesundheit. Was machst du damit? Beten die meisten? Nein. Was macht er mit seiner Gesundheit? Der arbeitet wie ein Maultier, hat kein Problem zu arbeiten. Aber was macht er nicht mit seiner Gesundheit? Er arbeitet nicht. Allah, er betet nicht. Allah wird ihm dieses zur Strafe machen. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, man lam yashkur نعمة الله عذب به أو عذب بذات النعمة ولا بد. Derjenige, der Allah Azza wa Jal nicht für eine Gnade dankt, so wird Allah ihn mit dieser selbigen Gnade bestrafen, und das muss so sein. Einer bekommt zum Beispiel eine Frau und der behandelt sie nicht so, wie er sie behandeln muss. Was ist hier zufolge? Dass er mit seiner Frau was bestraft wird. Und viele, sie haben von Allah Frauen bekommen, sie haben Kinder bekommen, sie haben Geld bekommen. Sind sie aber dankbar? Antwort nein. Die Dankbarkeit ist nicht nur mit der Zunge. Die Dankbarkeit ist vor allen Dingen, dass du erstmal die Gnaden anerkennst von Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, und dass du Allah gegenüber Dankbarkeit erweist, indem du was ausführst? Deine Pflicht.
dieses ist bei vielen Leuten nicht der Fall. Daher werden sie Verlierer sein. Das heißt, was haben diese Mushrikun gemacht? Sie haben in einer Notsituation Allah Azza wa Jalla gerufen. Allah hat ihnen eine Lösung gegeben, ihnen einen Ausweg geschaffen. Daraufhin haben sie ihren Göttern gedankt, walayadu billah, und sie haben diese Gnade sozusagen missbraucht von Allah, ihm dafür nicht gedankt, sondern ihren Göttern. Und dafür wird Allah Azza wa Jalla das nächste Mal, wenn sie ihn rufen, sie nicht mehr erhören, weil er sie mit dem bestraft, was sie vernachlässigt haben. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. Und wenn wir den Menschen Barmherzigkeit von uns zukommen lassen, so ist er froh darüber. Er ist froh darüber, er ist zufrieden damit. Aber wenn ihn übel trifft, für das, was seine Hände vorausgeschickt haben, schaut mal, er ist dafür verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich. Und in der Regel, macht eine Klammer auf, Klammer zu, wenn uns Übel erfährt oder wenn uns Übel trifft, das ist durch das, was unsere Hände vorausgeschickt haben. Allgemein, das muss nicht immer so sein. Aber im Regelfall ist das so. Und die Ayat sind viele im Koran. Das heißt, wenn du ein übler Sünder bist, dann wundere dich nicht, dass diese Sünden, die du gemacht hast gegenüber Allah, in Form von einem Übel auf dich zukommen. Und Allah bestimmt, was er will, subhanahu wa ta'ala. Daher, der Muslim, er dankt Allah für die Gnaden, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah ihn prüft, dann bittet er Allah um Vergebung. Denn es kann sein, dass Allah azza wa jal ihn aufgrund des Übels bestraft hat für das, was er vorausgeschickt hat mit seinen sündigen Händen. Und manche sagen, warum erwähnt hier Allah azza wa jal die Hände? Bima qaddamat aydihim, mit dem, was seine Hände oder was ihre Hände vorausgeschickt haben. Warum werden die Hände erwähnt? Warum nicht zum Beispiel die Füße? Weil man läuft ja mit den Füßen zu einem Haram-Ort zum Beispiel. Oder der Mund oder sonstiges. Das meiste mit den Händen tut? Das meiste an Übel macht man mit den Händen. Das meiste Übel macht man mit den Händen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Was wir lernen von diesen Ayat, wenn du als Muslim in eine Notsituation kommst, so wisse, wenn du vorher dankbar gewesen bist gegenüber Allah Azza wa Jal, so wird Allah dir auch helfen in der Situation, wo dich ein Unglück trifft. Aber wenn du eine Person bist, der Allah nur kennt, in Zeiten, wo es ihm schlecht geht, so wisse, du bist kein dankbarer Diener und Allah Azza wa Jal wird ein Übel nach dem anderen über dich herfallen lassen. Daher, je dankbarer du bist in guten Zeiten, umso mehr wird Allah dich in schweren Zeiten kennen. Und je undankbarer du bist in guten Zeiten, umso weniger wird Allah Azza wa Jal dich kennen in schweren Zeiten. Jetzt geht es uns gut, richtig? Wir haben Geld. Wir haben Gesundheit. Was sollten wir machen in so einer Situation? Dankbar sein. Wie können wir dankbar sein zum Beispiel? Was können wir machen? Indem wir gute Taten. Wir machen gute Taten und vor allen Dingen spenden. Wir spenden viel von dem, was Allah Azza wa Jalla gegeben hat. Wir halten uns an seine Gesetze. Das ist Dankbarkeit. Das heißt, je mehr oder je dankbarer du bist in dieser Situation, wo es dir gut geht, weil in so einer Situation dankbar zu sein, ist anders als in einer unglücklichen Situation dankbar zu sein. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber wenn du dankbar bist in so einer Situation und du kennst Allah Azza wa Jalla, so wisse, Allah wird dir immer helfen. Oh Allah, man kommt sich heuchlerisch vor, dass man nie etwas für Allah macht und plötzlich, wenn es einem schlecht geht, was macht man dann auf einmal? Man hebt seine Hände. Kommt man sich nicht heuchlerisch vor? Und das ist eine Situation, die wir niemals für uns akzeptieren dürfen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Haben wir ein paar Minuten Zeit für Fragen. Inshallah ta'ala. Na, tafadhol. Jazakum khairan. Ja. Bezüglich der Ayah 33.
als Allah dann gesagt hat, dass sie danach sozusagen eine Gruppe hat sich sozusagen ihm widersetzt und wieder zurück zu den Götzen. Heißt es, dass ein paar auch direkt schon dort begriffen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur ihr Herr ist und sie haben aufgehört sozusagen den Götzen zu dienen? Nein, es wird gefragt über diesen Teil, dass wenn Allah azza wa jalla den Notleidenden, wenn er auch ein Kafir ist, dass er ihn hilft in einer Situation, wo er die Hilfe Allahs braucht, gibt es Leute, die kehren zum Schirk zurück. Aber es gibt genauso gut Leute, und das erfahren wir in anderen Ayat, sie kehren wieder zurück zu Allah Azza wa Jal. Deswegen haben wir gesagt, die Hikmah von Allah Azza wa Jal, die Weisheit hinter diesen Prüfungen ist, dass sie zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Euch zurückkehren, Wallahu ta'ala ala wa ala. Ja. Zwei Fragen zum Unterricht. Ist einmal die Person, die in dieser Situation stirbt, beispielsweise er ist auf See und es passiert etwas und er ist mit dem Herzen so dabei, dass er an Allah glaubt und er stirbt in der Situation, stirbt er als Muslim oder als Kafir? Eine Person, der sich Allah azza wa jal gegenüber reuig zuwendet und dieser befindet sich auf hoher See und es kommt eine Welle und dieser bittet Allah Azza wa Jal in diesem Zustand einzig und alleine und er stirbt in diesem Zustand. Wie ist dann sein Hukum, wie ist sein Urteil? Erstmal müssen wir wissen, wann hat er Allah gebeten? Nachdem er schon die Strafe gesehen hat, dieser wird niemals Muslim. Dieser hat denselben Zustand wie Pharao. Wann hat Pharao gesagt, ich glaube an den Herrn von Musa und Harun? Wann? Als er die Strafe gesehen hat. Und da ihr wisset, dass Allah Azza wa Jalla niemals eine Reue annimmt, die gezwungen ist. Weil dieser hat sozusagen gewusst, das ist jetzt die Wahrheit. Und dafür ist es zu spät. Naam, Wallahu ta'ala ala wa ala. Theoretisch gesehen, es gibt eine wunderschöne Geschichte von Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu wa anta. Ihr wisst, Ikrima war der Sohn wie? Von wem? Abu Jahl. Von Abu Jahl. Abu Jahl, ein Freund oder Feind des Islam? Über 20 Jahre hat er den Propheten sallallahu auf heftigste Art und Weise bekämpft. Eines Tages, Ikrima sollte getötet werden. So verschwand er auf hoher See. Und er erlitt so eine Situation, wo er dachte, er wird gleich sterben. So hat er die Hände gehoben und versprochen, dass wenn Allah azza wa jal ihn befreien wird aus seiner Situation, weil er wurde gesucht auch. Er sollte getötet werden. Wenn Allah ihm einen Ausweg gibt von seiner Situation, so wird er zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam persönlich hingehen und dort seine Bay'ah geben. Und Allah hat ihn gerettet und er ging zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Allah hat bestimmt, dass er nicht stirbt und so hat er den Islam angenommen. Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhu wa anta. Und wenn ihr euch mit Tafsir beschäftigt später, inshallah ta'ala, dann werdet ihr sehen, wie viel Ayat Ikrima erklärt hat. Er hat so viele Ayat uns erklärt, aber leider ist er nicht bekannt. Ikrima ibn Abi Jahl, sein Tod war sehr, sehr wunderschön, subhanallah. Er war in seinem Todesbett und er hat den Mushaf genommen und er hat seine Wangen daran gerieben und er sagte, Kalam Rabbi, Kalam Rabbi, die Worte meines Herrn, die Wörter meines Herrn, und dann hat Allah seine Seele genommen. Das war seine letzte Handlung, die Liebe zu diesem Koran, zu diesem Mushaf, radiyallahu anhu. Und schaut mal, wir sagen radiyallahu anhu, haben wir ein Problem damit? Nein, warum? Weil er dann was angenommen hat? Den Islam, obwohl er vorher auch ein Feind des Islam gewesen ist. Und so ist die Religion. Wenn Allah vergeben kann, sollen wir es dann nicht können. Wer sind wir, dass wenn Allah bereit ist zu vergeben, dass wir nicht vergeben? Wallahu ta'ala ala wa mit dieser Ayat ist auch der Beweis, dass Allah die Dua eines Kafir auch annimmt in speziellen Situationen, oder? Nein, haben wir hier einen Beweis, dass Allah azza wa jal den Dua von einem Kafir annimmt in speziellen Situationen? Diese Leute haben ja bereut in diesem Moment. Sie haben Allah azza wa jal einzig und alleine angebetet.
Sie haben gesagt, ja Allah, niemanden werden wir mehr anbeten außer dir. Deswegen hat Allah Azzawajal ihre Bittgebete erhört. Obwohl nochmal er wusste, dass sie zum Schirk zurückkehren. Deswegen seid nicht hoffnungslos, o ihr Muslime, wenn ihr Allah bittet. Es gibt so viele, der sagt, Allah hat mein Dua nicht angenommen. Wer sagt dir das? Wer sagt dir, dass Allah Azzawajal dein Dua nicht angenommen hat? Ja, weil er nicht sofort die Antwort bekommen hat. Er hat zum Beispiel gesagt, ja Allah, 1,5 Millionen in bar auf den Tisch. Dann guckt er auf den Tisch, Subhanallah, er hat nicht angenommen. Es gibt solche Leute. Da macht man aber keinen Dua. Na, und deswegen, man soll nicht hoffnungslos sein, Allahu Ta'ala ala wa Es wird gefragt, wenn man in einer Moschee betet, wo Bidda gemacht wird, soll man sich nach dem Gebet wegsetzen und seine Azkar machen oder? In einer Moschee, wo Bidda gemacht wird, anschließend nach dem Pflichtgebet, soll man sich mit den Leuten hinsetzen? Nein, man darf nicht mit Leuten zusammensitzen, die eine Bidda machen. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ So sitzt nicht mit ihnen, sonst seid ihr wie sie. Und wer sind diese Leute? Wenn gesündigt wird, wenn über die Zeichen Allahs gespottet wird, subhanahu wa ta'ala, wenn sich lustig gemacht wird über diese Zeichen, so darf man nicht mit diesen Leuten sitzen, bedeutet mit Sündern, mit Leuten, die Bid'ah machen, die Schirk machen, ansonsten hat man einen Anteil von ihrer Sünde. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, es wird gefragt, also manche benennen die Schiiten als Sekte, stimmt das? Stimmt das, dass die Schiiten eine Sekte sind? Erstmal sollten wir wissen, der Begriff Schia ist eigentlich ursprünglich nichts Schlechtes. Was heißt Schia? Gemeinschaft? Nein. Was heißt Schia? So wie auch eigentlich der Sprachgebrauch von diesem Wort ist. Nein. Kommt das im Koran vor, ja oder nein? Ja. Nicht, dass ihr denkt, das sind die Schia, die gemeint sind. Gruppe, es hat verschiedene Bedeutungen. Auf jeden Fall, die Geschichte kam mit Musa alayhi salatu wassalam. Das Wort kam in Verbindung mit Musa alayhi salatu wassalam. Schia sind verschiedene Gruppierungen. Aber wenn wir Schia allgemein erwähnen, dann meinen wir, größtenteils die Rawafid, die Imamiyya, weil sie den größten Teil der Schia bilden. Das heißt, sie haben zweifelsohne. Der größte Anteil von den Schiiten sind diese Rawafid. Und diese sind bei einigen Gelehrten Kuffar und bei anderen Gelehrten, sie sagen, wenn man sie aufklärt und sie bleiben bei dem, was sie machen, dann sind sie ebenfalls Kuffar, weil diese Leute üble Glaubensinhalte verinnerlichen. Unter ihnen, unter diesen Glaubensinhalten, dass sie in allen drei Kategorien vom Tauhid Schirk machen. Sowohl in Rububiyya, weil sie sagen, ihre Imame, ihre 12 Imame haben Einfluss am Universum. Als auch in Uluhiyya, in der Anbetung, sie rufen wen? Ali und Hussein. Wer hat ihnen das beigebracht? Die Sahara? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Sie rufen Leute, die wal'iyadu billah genauso Menschen sind wie sie. Und damit machen sie Schirk gegenüber Allah azza wa jalla. Und das kennt ihr. Ich war selber, als wir Tawaf gemacht haben, einer neben mir schreit die ganze Zeit, ja, überlegen. Der ist am heiligsten Ort, wo Allah azza wa jalla einzig und alleine angebetet wird. Und dann schreit er sowas. Aber inshallah hat er danach geschrieben. Dann gibt es diesen Schirk in Asma wa Sifat bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal. Auch darin haben sie Schirk gelegt. Sogar manche von den Rawafid sagen, dass Allah Azzawajal einen Fehler gemacht hat und ein Imam ihn daraufhin korrigiert hat. Ich meine, ich bitte euch bei Allah, sind diese Muslime? Reden wir hier über Muslime? Oder ja, du bist da.
Die Sahaba sind Kuffar bei ihnen. Außer bei manchen 8, bei manchen 13, die ausgenommen sind. Aber alle anderen sind Kuffar. Alle drei edlen Khulafa, bedeutet die rechtschaffenen Khulafa, sind bei ihnen Kuffar. Wen meinen wir mit den drei von vier? Abu Bakr, Umar und Uthman radiallahu anhum ajma'in. Die hassen sie wie die Pest. Die hassen sie wie die Pest. Und noch mehr, diese Leute, sie haben Aisha als eine Zaniya bezeichnet. Sie sagen, das ist eine, die Unzucht betrieben hat. Aber wisset, weniger war ihre Absicht, dass sie Aisha beleidigen, sondern vielmehr was angreifen? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das erkennen wir daran, wenn sie alle Sahaba oder fast alle Sahaba als Kuffar bezeichnen. Wer hat die Sahaba erzogen? Der Propheten. Aha. Wer war der Ehemann von Aisha? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also, wie die Gelehrten folgerichtig sagen, sie meinen nicht Aisha und die Sahaba. Ihre Kritik geht letztendlich, wenn diese Leute ehrlich sind, zu wem zurück? Zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und noch mehr, sie akzeptieren die Sunna nicht, wie ihr wisst. Warum? Wer hat die Sunna gesammelt? Wer hat die Sunna gesammelt? Die Sahaba radiallahu anhu. Was diese Leute, die aber mehr als unwissend sind, nicht verstehen, dass die Sahaba auch was gesammelt haben, den Koran. Oder? Wer hat den Koran gesammelt? Und warum macht ihr einen Unterschied zwischen der Sunna und dem Koran? Es sind doch dieselben, die den Koran gesammelt haben und auch die Sunna aufgeschrieben haben. Und deswegen sagen die Gelehrten folgerichtig, wie Al-Zuhri und andere, rahmatullah alayhim, sie sagen, wir kennen keine Gruppe, die den Juden und Christen ähnlicher sind als die Schia. Und das merkt ihr auch, dass die Kuffar sehr gut mit ihnen auskommen. Im Irak, als Saddam getötet wurde, wen haben sie die Macht gegeben im Irak, die Amerikaner? Den Schia. In Afghanistan, wen haben sie die Macht gegeben? Schia. Warum? Weil diese Leute zu ihnen passen. Im Übrigen, die haben auch Partys gefeiert, ja? Diese, mashallah, Hijab-Frauen von Schia mit amerikanischen Soldaten. Und so weiter und so fort. Allah kennt ihre Gesichter. Er weiß, wer sie sind. Und Allah hat sie aufgedeckt. Die Ersten, die in Syrien gegen die Muslime gekämpft haben, sind wer? Die Schia. Allah hat ihr Gesicht aufgedeckt. Weil diese Leute, walayyadu billah, eine schmutzige, lügnerische Zunge haben. Und im Fernsehen tun sie so, nein, wir verurteilen nicht die Sahaba, nein, a'udhu billah. Wir sagen nicht, Aisha ist eine Zaniya. Stimmt, im Fernsehen sagt ihr das nicht, aber hinter der Wand sagt ihr das umso deutlicher. Und, subhanallah. Kennt ihr Yasir al-Khabif? Der heißt Yasir al-Habib, wir nennen ihn Yasir al-Khabib. Kennt ihr den? Ein Schiri aus Katar. Es gibt ein Telefongespräch, wo eine Schwester anruft und so tut, als ob sie ihn ehrt. Der ist Schmutz, möge Allah azzawajal ihn erniedrigen. Und einer von den Rawafid. Und sie hat ihm gesagt, es ist da, das Gespräch. Sie hat ihm gesagt, ja, Sheikh, aber sie hat ihn natürlich auf den Arm genommen. Ich war früher Sunnitin und ich habe mit den Gedanken gespielt, dass ich jetzt dieses Sunnitentum verlasse und dass ich dem Schiatum angehöre. Und ich habe einen falschen Glauben gehabt. Ich habe die Sahaba geliebt. Und dann hat er gesagt, bereue für das, was du gemacht hast. Das war etwas sehr Übles. Und komm zum neuen Glauben, zum Schiitentum. Und auf jeden Fall, er hat ihr eine Menge gesagt. Zum Schluss hat sie ihm gesagt, ja, Khabib. Endlich haben wir von deinem Mund gehört, was du niemals in der Öffentlichkeit gesagt hast. Weil im Fernsehen sagen sie das. Die haben eine Sache, die nennt sich Taqiyya. Das heißt, sie lügen
um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber wann auch immer sie lügen, Allah deckt ihre Lügen auf. Und daher, diese Leute sind vom Hukum allgemein Kuffar. Allgemein Kuffar. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Es wird gefragt, wieso bekommen die Sündigen Glück und Reichtum und die Herzlichen leiden, obwohl die viel dankbarer sind? Nochmal bitte. Wieso bekommen die Sünder Glück und Reichtum und die Herzlichen, also die Gutes tun, leiden, obwohl die viel dankbarer sind? Warum bekommen die Reichen Glück und Reichtum, während die Gläubigen arm sind? Wer so eine Aussage trifft, ist ein Jahl, ist ein Unwissender. Wer sagt dir, dass sie Glück und Reichtum haben? Ja, Reichtum mögen sie haben, aber kein Glück. Aber kein Glück? Allah Azzawajal beantwortet diese Frage und das in zwei Ayat von Surat At-Tawbah. Allah Azzawajal sagt, لا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ja, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dich soll nicht erstaunen, was wir den Kuffar gegeben haben an Kinder und an Vermögen. Allah möchte sie mit diesen Dingen in der Dunya bestrafen. Haben wir es jetzt? Haben wir es? Was will Allah mit diesen Dingen? Sie bestrafen. Was eine Gnade für sie hätte sein können, weil sie Kuffar sind, ist das für sie was? Eine Strafe. Deswegen gibt es eine Überlieferung bei Imam Ahmad, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte wahrlich, wenn du siehst, dass Allah azza wa jal einen Sünder gibt, obwohl dieser sündigt, dass er ihn gibt, obwohl dieser sündigt, so wisse, dass es Istidraj. Und dann erklärte er diesen Istidraj. Das bedeutet, wie er dann die Ayah rezitiert hat, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Als wir sie erinnert haben an dem, was sie vergessen haben, die Ermahnung, so haben wir ihnen, den Kuffar, die Türen zu allem geöffnet. Was heißt zu allem geöffnet? Das bedeutet, haben wir sie bestraft oder ihnen noch mehr gegeben? Noch mehr gegeben. Bis sie froh waren über das, was sie bekommen haben, sogleich, dann haben wir sie plötzlich ergriffen und sogleich waren sie dann verzogen. Mal froh? So ist die Sache bei Allah. Allah, wenn er dir als Muslim gibt, dann ist das eine Ehrung für dich. Weil du mit diesen Gnaden so umgehst, wie Allah es von dir möchte. Du bist dankbar und du dienst Allah Azza wa Jalla. Und du enthältst dich von den Sünden. Die Kuffar aber, sie werden bestraft mit diesen Gnaden. Diese Gnade ist eine Strafe, aber sie kommt im Anzug von einer Gnade. Mafum? So ist die Sache bei Allah Azza wa Jalla. Allahu Ta'ala ala wa ala. Letzte Frage. Es gibt Geschwister, so gesehen, die Drogen nehmen und es wird gefragt, ob, aber auch trotzdem beten und es wird gefragt, ob das Gebet angenommen ist. Es gibt Geschwister, die Drogen nehmen und die Frage ist von denen, ob sie trotzdem das Gebet verrichten sollen. Nee, nicht verrichten sollen, ob das Gebet angenommen wird. Sie beten. Ach so, angenommen wird. Na, auf jeden Fall, ein Muslim darf diese Drogen nicht nehmen. Das ist Haram. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, kullu muskirin kham wa kullu khamrin haram. Alles, was berauscht, ist Khamr. Und alles, was Khamr ist, ist Haram. Manche denken, Khamr ist nur für Alkohol. Nein. Alles, was dein Verstand betrübt, ist Khamr. Frage. Marihuana betrübt oder betrübt nicht dein Verstand? Haschisch. All diese Sachen betrüben dein Verstand. Demzufolge sind sie bei uns Haram. Und derjenige, der seinen Verstand betrübt, der hat hier eine gewaltige Sünde gemacht, weil Allah Azza wa Jalla ihm den Verstand gegeben hat, damit er was tut mit diesem Verstand? Seine Gelüste einschränkt. Was macht er aber? Er vernichtet seinen Verstand, der das Gewaltigste ist, was Allah Azza wa Jalla ihm gegeben hat, denn durch diesen Verstand erkennt er Allah Azza wa Jalla und weiß auch, wie er ihm gegenüber dienen soll. Aber wenn er mit diesen Dingen seinen Verstand zerstört, dann zerstört er eine gewaltige Sache. Daher,
Wir haben authentisch überliefert bei Ibn Majah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Alkohol trinkt, so werden seine Gebete 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Dieses nicht angenommen heißt, dass sie nicht belohnt werden in dieser Zeit. Er muss sie aber trotzdem verrichten. Er muss sie trotzdem verrichten. Aber er bekommt keinen Lohn dafür. Und dieses deswegen, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, wenn der Alkohol in den Körper hereingelangt, so braucht er ca. 40 Tage, um wieder vollständig aufgelöst zu werden. Daher, diese Person ist verpflichtet, weiter zu beten, aber, was haben wir gesagt? Er wird dafür keinen Lohn bekommen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.